Berufshochschule Bolverdin für Gesundheitsdienstleistungen. Die Berufshochschule des AFSÜ Bolverdin wurde am 9.05.2018 gegründet und bietet Dienstleistungen in den Bereichen medizinische Dokumentation und Sekretariatsprogramm unter der Abteilung medizinische Dienste und Technik und das Gesundheitsmanagementprogramm unter der Abteilung Management und Organisation an. Das Bolverdin Berufshochschule befindet sich auf dem Kırklareli Campus in der Konya Landstraße in Bolverdin, etwa 60 Kilometer vom Stadtzentrum von Afyonkarahisar entfernt. Klassenzimmer, Turnhalle, Speisesaal, Kantine, Bibliothek und Grünflächen erfüllen die sozialen und kulturellen Erwartungen der Studenten und die Schlafsäle des öffentlichen und privaten Sektors in Bolverdin rund um den Campus können die Unterbringungsbedürfnisse der Studenten erfüllen. Wir haben 8 akademische und 2 administrative Mitarbeiter und 88 Studenten im Bolverdin Berufshochschule, deren Ziel ist es, qualifizierte medizinische Fachkräfte für die Arbeit in Einrichtungen und Organisationen im Gesundheitswesen auszubilden. In Übereinstimmung mit dem Verständnis unserer Hochschule werden effektives und effizientes medizinisches Hilfspersonal geschult, das mit der sich entwickelnden Technologie Schritt hält. Das Programm unterstützt auch die therapeutische Ausbildung seiner Studenten, die mit praktischen Schulungen auf die Bedürfnisse des Gesundheitssektors zugeschnitten sind. Auf diese Weise haben unsere Studenten die Möglichkeit, das erworbene theoretische Wissen anzuwenden und ihre beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern. Medizinische Dokumentation und zum Sekretariatsprogramm. Es besteht ein großer Bedarf an medizinischem Hilfspersonal, das über ein hohes Maß an Kenntnissen auf dem Gebiet der Gesundheit verfügt, die Technologie gut nutzen und quantitativ hochwertige Dienstleistungen erbringen kann. Der Zweck des TDS-Programms, das seine Studenten entsprechend diesem Bedarf ausbildet, ist die Berufshochschule von Bolverdin. Die medizinischen Sekretäre, die die Prozesse wie Sekretariat, Dokumentation und Aufzeichnungssysteme in Gesundheitseinrichtungen unter Verwendung der im Informationszeitalter geforderten Technologien durchführen, in das Berufsleben zu bringen. Gesundheitsmanagementsprogramm. Ziel dieses Programms ist die Ausbildung qualifizierter, sachkundiger und qualifizierter Arbeitskräfte in Bereichen, in denen Manager auf mittlerer Ebene und technische Kenntnisse, Fähigkeiten erforderlich sind, die von öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen benötigt werden. Die Absolventen der Abteilung sind Verwaltungsmitarbeiter, haben die Fähigkeit, als qualifiziertes Personal und Manager in der Personalabteilung zu arbeiten. Buchhaltung und Finanzmanagement, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Gesundheitsrecht, Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen.